Ja, das mit Jamaika, das ist ja gescheitert, ne? Ich habe immer so schöne Gags gehabt über die FDP, das war immer so schön. Früher habe ich immer gesagt über die FDP, wo die so richtig im Tal waren, habe ich immer gesagt, an die FDP wird man sich nicht freuen und nur noch dann erinnern, wenn man alle paar Wochen die Geldensäcke vor die Tür stößt. Wenn ich mir die SPD so anschaue, bin ich froh, dass man Feuerlöscher da hängen hat. Ja, aber das ist ja jetzt bei der SPD, jetzt ist die Nahles die Vorsitzende bei der SPD. Eine Partei, die am Boden nicht nimmt, die Nahles. Du bist doch auch nicht, wenn du in einem Bus drin hast, als Passagier, ne? Und sagen wir mal, da fällt der Busfahrer aus. Die Bremsen sind kaputt, die Lenkung funktioniert nicht, die Hupe geht nicht, da sitzt du doch auch nicht den einzigen Blinden an. Nee, die SPD, ich weiß es nicht. Aber schlimmer wie das Verhalten da von den ganzen Politikern war ja eigentlich dieses Geschacher im Posten nach der Wahl. Und wie sie dann unsere Politiker, wo es noch um die Jamaika-Koalition hat, immer alles so präsentiert haben. Ne? In den Verhandlungsbauten sind sie mal raus, um zu twittern auf so einem Balkon. Da waren sie mal alle auf dem Balkon draußen gestanden. Ich bin einmal spät von einem Auftritt angekommen, habe ich das im Fernsehen eingeschaltet, da waren wir auf dem Balkon dort gestanden. Ja? Da habe ich gedacht, der wird jetzt gleich sagen, kann ich Ihnen mitteilen, Ihre Ausreise wurde genehmigt. Ja? das war dann nur der Wind. Und wir lernen ja immer so unnützes Zeug. Man alles lernt. Ja. Nur Beispiel, es ist neulich einmal, vorhin ich habe, war eine Abschlussarbeit einer Studienklasse. Die Leute haben studiert, oh ja. Deren Abschlussarbeit war herauszufinden, wie muss man einen Coffee-to-go-Becher tragen, damit beim Laufen nichts verschüttet wird. Ich hätte gesagt, pass auf. Oder wenn du länger heichen bist, dann bring runter. Es wird auch geforscht. Das stimmt wirklich, es ist rausgekommen aus einem Coffee-to-go-Becher. Das verschüttest du am wenigsten, wenn du den mit drei Fingern nimmst und rückwärts lässt. Das stimmt. Ich garantiere so, hier im Herbst, das sind 6 bis 8 Auftritte der Würzburg hier gegen. Wenn ich denen das ernsthaft erkläre, 2019 laufen wir alles. 100%ig. Wenn er so laufen sie, wisst ihr, der war bei uns im Programm. Ja, und das sind aber doch auch so Dinge auch in der Schule, ne? Was haben wir in der Schule gelernt, was man nicht braucht? Futur 1 und Futur 2. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Ich benutze es auch nie. Nie! Und die Leute benutzen es auch nicht. Du brauchst gar zwei Zukunft. Die meisten Leute langt, wenn eine Zukunft beschissen ist. Du brauchst gar zwei. Futur 1 und Futur 2. Was wir alles lernen in der Schule. Ja? Ja, aber das ist so. Für viele Leute ist die Zukunft beschissen. Ne? Gerade die heute für Großkanzler erben. Ja? Und wie sollen sie Menschen fühlen? Wenn es heißt, naja, heute lassen wir 10.000 Leute und dann am nächsten Tag sagen, wir kommen da dann an, die Börsen reagieren positiv. Ja, Leute, wenn Sie Menschen nicht mehr mitgenommen fühlen oder bloß noch als Wirtschaftsfaktor gesehen werden, dann kann halt sowas passieren, dass sie so ein Clown wie den Trump wählen. Das kann passieren. Man kann auch sagen, passend zum Programm, wir haben mittlerweile 2,7 Milliarden Menschen, also quasi einen Überfluss an Menschen, aber einen Mangel an Menschlichkeit. Gerade in der großen Wirtschaft. Wir sollen privat vorsorgen. Haben aber eine Zinspolitik, die eine vernünftige Altersvorsorge unmöglich macht. Das ist ja bei uns so schön. Ne? Bei uns entscheiden ja Beamte über die Rente. Beamte haben eine Pension. Dass du Beamte über die Rente entscheiden lässt, das ist genauso sinnvoll, wie wenn sagen wir mal, sich 6 Leute zum Fußball verabreden und der 7. der weiß, wo der Ball ist, der kommt gar nicht. Es ist genauso sinnvoll, dass du Beamte dir schöne Beziehungen über Rente entscheiden musst. Was willst du eigentlich so Politiker wie den Schulz? So der mit Haaren im Gesicht. Scholz ist der ohne Haare im Gesicht für die Wiese. Bei dem Schulz war sie auch nicht. Also, den bin ich nie warm geworden. Bei dem Schulz habe ich immer so den Eindruck gehabt,
Ich habe gesagt, jetzt kennt ihr den Müller-Joghurt mit der Ecke. Also bei dem Schulz habe ich immer gedacht, wenn der was so einen Joghurt in der Hand hat, der schüttet die große Ecke. Wir sind halt damals für oft erwartet, haben die Politiker noch nie was gearbeitet, bevor sie in den Bundestag kommen. Noch nie, haben noch nichts gearbeitet. Die haben dann studiert, dann haben sie Praktikum gemacht und dann sind sie gleich. Also nur, dass ich es einordnen kann, geht es um das, was ich gerade gesagt habe? Noch um das mit dem Joghurt mit der Ecke. Lieber, wenn es mir in Zeit gesetzt wird, dann kann ich mich auf einstellen. Ich kann es euch sagen, ich habe meinen Flug gerade gebucht. Bavaria One. Das Raumfahrtprogramm vom Söder. Das hat Bayern ein eigenes Raumfahrtprogramm. Heide. Ja gut, der eine oder andere wird sagen, ja, den Söder könnte man schon mal zum Mond schießen. Ja. Da haben sie das neue Polizeiaufgabengesetz. Aschi, ne? Die bayerischen Polizisten sollen Handgranaten kriegen. Bei der Bundeswehr gehen die Querhände. Jetzt seit gestern wird das Sommerloch gefüllt mit der Debatte, ob wir die Wehrpflicht wieder einführen. Ja, da bin ich gespannt, wie es das machen wollen. Die werden die Wehrpflicht bei der Bundeswehr wieder einführen, das heißt wahrscheinlich, okay, du kannst zur Bundeswehr zwar kommen, von Steyrung kannst du einen Wehrdienst machen, musst du auch mitbringen, Quer und Zelt. Jetzt müssen wir einen Weltraum erforschen. Wir brauchen ja einen neuen Planeten, den wir kaputt machen können. Letzte Woche war Weltressourcentag. Ja. War der Tag, in dem wir eigentlich die ganzen Ressourcen, die in einem Jahr, also im Jahr 18 nachwachsen, schon verbraucht haben. Und jetzt suchen wir dann nach einem Planeten, auf dem wir leben können. Eigentlich haben wir den schon gefunden, ne? Die Erde, aber wir machen ihn halt kaputt. Das bestimmende Thema vor ein paar Jahren, die Banken, ja, wissen auch gar nicht mehr viel. Ne? Hört nichts mehr. Vor Bayer Banken ist das große Thema. Heute hörst du noch was von den Banken, wenn sie irgendwelche Filialen zumachen. Passiert bei uns schon da unschädlich, verstummen. Wenn schon Filialen zumacht, dann bietet schon Videoberatung. Ich kann euch ansagen, wenn ihr mal nichts zu tun habt, wenn die Theatersaison rum ist, ja, dann schaut euch das Spektakel einmal an. Der deutsche Verbraucher, der mit dem Fahrkartenautomat der Bahn schon völlig überfordert ist, an der Videoberatung seiner Bank. Herrlich. Ja, herrlich. Ich habe mir das einmal angeschaut, das hat keine 4 Minuten gedauert, hat er erst schon auf dem Bildschirm unterschrieben gehabt. Und da rege ich mich immer auf. Wisst ihr, was an so Städten wie Würzburg war? Erlangen. Ich sag, was ist da das Schlimmste an solchen Städten? Die Fahrer, die Kottheit, die. Ich bin's gewöhnt, ja. Ich habe Platz auf der Straße. Wenn ich von Schillingsfürst nach Wörnitz fahre, kann ich zu einer gewissen Uhrzeit links fahren, weil ich weiß, da kommt keiner. So. Und, ja, so, und jetzt stehe ich an der Ampel, ist eh schon eng. Und dann horchelt so einer vorbei, so vor und vorne. Entweder ist ein Student oder Rentner auf dem E-Bike. Schlimmste sind die Rentner, die wohl studieren angefangen haben. Der fährt bei Rot. Aber Bruder, jetzt wäre ich mich, gell? Es wird zurückgeschossen. Ich habe jetzt ein neues Auto. Und das Auto, das hat wie jedes andere Auto auch diese Spritzdüsen oder Windschutzscheibe. Ne? Die sind wichtig. Die brauche ich. Was das Auto aber auch hat, sind so Spritzdüsen vorne auf die Scheinwerfer. Die brauche ich nicht. Solange die Scheibe sauber ist, wenn es dunkel ist, die anderen haben das Licht an, die sehe ich schon. So. Jetzt habe ich die Spritzdüsen rausdrehen. Okay, jetzt kommen wir die Fahrer vor. Ich muss auch sagen, ich lerne auch dazu, ich habe einen Mischwassertank, 64 Liter. So. Nein, es geht weiter, wir haben nicht so viel Zeit. So. Wenn die Ampel dann grün ist und es ist keiner Kummer, bleibe ich trotzdem stehen. Wenn sie hinter mir einer aufregt, einen Handplan springen.
Ich bin teilweise schon viermal bei Grün stehen geblieben, haben sie dann aufgeregt und gesagt, rechne nicht auf, das nächste Mal fahre ich viermal bei Rot. So, jetzt wird's duscht. Ne? Und auch da, ne? Ich lerne dazu. Früher habe ich immer gehabt von Aral die Essigessenz. Nehme ich nicht mehr. Mittlerweile nehme ich Rotwein. Wo 5 Liter 1,99 € kosten. Das brennt ja alles weg. Und ich muss sagen, es spricht nicht für meinen Charakter. Aber wenn du so 3 bis 5 Leuten in der Woche das Augenlicht raubst, doch geht's da besser. Das Programm heißt ja Mangel durch Überfluss. Und wir haben ja heute schon einige Beispiele gehört. Und was es halt immer wieder gibt, ist ein Mangel an klarem Denken, aber ein Überfluss an Widersprüchen. Das ist eigentlich das Schönste, womit man sich befassen kann, mit den ganzen Widersprüchen, die einem so im Alltag begegnen. Und auch so ein Widerspruch ist zum Beispiel, im Alter kriegt man in Deutschland von der Krankenkasse, aber im gewissen Alter, die Brille nicht bezahlt, Viagra aber schon. Und bevor jetzt alle Frauen ihre Männer fragen, oder ich mal, bei welcher Krankenkasse sind denn wir? Das gilt für jede. Das ist mir aber, ich frage mich eher, was bedeutet das? Das bedeutet letztendlich nur, dass du im Alter zwar noch schnackseln sollst, aber nicht mehr sehen mit wem. Das ist die... Ich habe neulich beim Metzger mir so ein Tüdler Senf gekauft. Da war nicht nur das Datum drauf gestanden, aber die Uhrzeit war da drauf gestanden. 9. August 2018, 11.17 Uhr läuft das ab. Ich habe mir jetzt am Donnerstag extra freigenommen, dass ich danach. Ich will ja sehen, was passiert um 11.19 Uhr. Raucht es dann raus oder was hat der Senf? Und was ist überhaupt, wenn du in der Zeit zurückfliegst, ist der Senf dann wieder gut oder das ist ja alles nicht geklärt? Und überhaupt Senf? Ich wusste, dass Senf schlecht sein soll. Ich erzähle jetzt was Privates. Meine Oma ist im Zweiten Weltkrieg aus Schlesien geflohen. Alles, was die mitgebracht hat, war ein Riesenfass Senf. Die Frau ist 2001 gestorben. Wir haben an ihrem Leichenschmaus noch die Bockwurst in den Senf. Du darfst in Deutschland nicht Auto fahren mit dem Handy am Ohr. Gib Punkte. Was du aber darfst, und das kann ich euch raten. Das ist noch schöner wie die Videoberatung bei der Bank. Du darfst in Deutschland mit dem Autofon über die Freisprechanlage telefonieren und dir eine Banane ans Ohr halten. Mach das einmal. Das ist eine Freude. Wenn ich in meinen Feichtwang reinfahre, kurz vor der Polizei, wähle ich die 3311, das ist die Mobilbox, ja, und dann fahre ich vorbei. Dann hat mir ein Polizist aufgehalten, ja, hat er gesagt, oh, was machen Sie da? Hab ich gesagt, siehst du das nicht? Ja, so telefonieren, hab ich gesagt, nee, ist kein Apple, ist Chiquita. Unsere Kinder sind schon so gestresst. Das ist ja schon Terminpläne. Unsere Kinder sind schon, es gibt schon Kinder-Yoga. Kinder müssen schon Mandalas ausmalen, weil sie im Kindesalter schon so gestresst sind. Ich, wenn zu meinem Vater gesagt hätte, ich will Yoga machen, der hat gesagt, im Sandkasten draußen kannst du donnern. Ich sagte, ich will ein Mandala, hat er gesagt, der Watsch bis Weihnachten, da gibt's Mandarine. Entweder ich nehme eine Schere, ich reiße die Tetrapack auf. Was ich nicht schaffe, kommt in die Waschanlage. Dann komme ich schon wieder nach Würzburg. So, jetzt bin ich da wieder, habe mich daheim rausgesperrt oder wieder gehe zu einer Weinprobe. Da, wo nichts habe ich nicht mehr darf. So. Norbert, wie spät haben wir? 6 Uhr, das schaffen wir nicht. So. Also, jetzt bin ich in einer WhatsApp-Gruppe zur Weingruppe und bin neulich zu so einer Weingruppe gegangen. Und dann hat er mir gesagt, die haben so geschlafen, ne? Weil die haben mir gesagt, die sollen nicht schlafen. Doch. Dann habe ich gesagt, der Wein schmeckt nach Ananas und nach Mango. Ich sag, was? Der Wein kommt aus Kitzinger, wie soll da Ananas und Mango reinkommen? Na, der Nächste sagt doch, der schmeckt nach Waldboden, nach Trüffel und nach Eichel. Ich sag, nur dann schütteln weg. Das ist nichts für mich. Ich bin halt noch, ich bin 79, also nicht alt, Jahrgang. Ja, und ich fühle mich aber schon so alt, weil meine Eltern, das war noch eine Generation, die haben sich die Namen ihrer Kinder noch merken können.
ohne dass die hinten auf dem Kofferraumdeckel draufschreiben. Das ist gegangen. So, mein Vater hat immer gewusst, wie wir Hasen. Immer, wir waren drei Kinder, der hat immer gewusst, wie wir Hasen. Und wenn er es nicht gewusst hat, hat er gesagt, gib her alle drei. Irgendwann ist dann schon gekommen von meinen zwei Schwestern. Und ich bin auch, wo ich da hergefahren bin, da habe ich auch wieder gesehen, meistens sind das ja dann so VW Charan oder irgendwie Ford Galaxy. Und man hat ja dann immer die Namen der Kinder drauf und so Gesichtchen. Ewig Gesichtchen, ne? Und jetzt habe ich heute mal ein Auto gesehen, da waren auch Hundegesichtchen drauf. Was das auch für Namen sind. Also es waren zwar so Kinderbilder und zwar Hundebilder. Und da waren noch, also die haben ja Namen. Da war dann Wolfgang Jamie, weil der hat schon Clean und Diamond und so ist. Und jetzt haben das jetzt 5 Stunden her. Ich weiß bis jetzt noch nicht, welche Kinder haben jetzt, welche Namen haben zu den Kindern gehört und welche zu den Hunden. Und das Schlimme war, das Auto war vollkommen, du hast die optisch auch nicht unterscheiden. Und ich kenne mich aus mit Hunden, ich habe selber einen Hund. Der ist super. Das Einzige, was der, bei dem das Problem ist, ist, der ist das Einzige, was der frisst, sind Schafspanzer. Jetzt sagen wir mal nicht das klassische Sonntagmittagessen in den Schnee. Ja, und ich bin neulich, heute dann wieder im Fressnapf und dann habe ich 12 Dutzend Dosen Schafspanzer gekauft. 144 waren mir zu viel, aber 12 Dutzend. Da sind auch wieder ein Haufen Gymnasiasten da heute. Ja, ich war im Gymnasium. Drin war ich 8 Wochen. Nee, ich hab's Bus vorne nicht vertragen. So, also ich stehe am, das müsst ihr euch was, was da passiert, ich stehe am Fressnapf von 144 Dosen, 3 Einkaufswägen, 3 Zentner, voll mit Schafsmägen. Kommt eine Frau hinter mir? Wisst ihr, was die mich gefragt hat? Haben Sie auch einen Hund? Ich wollte schon fragen, sind Sie aus Limburg? Da ist mir nichts eingefallen wieder. Ne? Das sind so Frauen, die machen mit Mitte 50 das erste Mal eine Kreuzfahrt mit der AIDA im Mittelmeer. Und dann fragen sie Kapitän, und Sie? Schlafen Sie auf dem Schiff? Er sagt, nee, wenn die Autobahn frei ist und kann dem Einhandlandsbecken im Weg steht, schaffe ich es ein. Das ist so kompliziert. Ich habe jetzt das Rauchen wieder angefangen, das stresst mich, ich rauche wieder. 15 Jahre geraucht, eine Zigarettenschachtel haben sich so geändert. Ich habe neulich eine Zigarettenschachtel in der Hand gehabt, da drauf stand, Rauchen kann sie töten. Da habe ich eine in der Hand gehabt, da drauf stand, Rauchen fügt ihrer Umgebung Schaden zu. Habe ich die genommen. Ja, wenn die mir die Wahl lassen, habe ich da. Überhaupt, Alter, ich muss ja sagen, der Stress kommt aber auch, mach ich mir selber. Er fragt mich neulich einmal, das ist wirklich schlimm. Die hat mich allein einkaufen geschickt. In den E-Sender. So. Wo im Winter. Ne? Spiegel klappt. Ja? Ich bin also hin, schon losgegangen mit den Einkaufswagen. Ich habe nicht gewusst, dass man die kaufen muss. Euro einstecken gehabt, und hat gerade Taschengeld gegeben. Und dann, jetzt habe ich dummerweise den 1 Euro in den 5. Einkaufswagen. Gott sei Dank waren wir auch so lang. Jetzt bin ich also bei Glatteis über den Einkaufsparkplatz da geschlittert. Die Tür haben sie geöffnet von allein an Runde. Ja. Und dann kommt ja immer der obligatorische Bäcker. Da habe ich erst einmal sämtliche Colaflaschen umgeraumt und alles, was uns da rumgestanden ist. So, Gott sei Dank kann man sehen, ich bin noch 3 Schritte weiter und schon träumt da mal einen Saustall. Auf jeden Fall so, dann gut. Dann bin ich erst einmal Obst und Gemüse. Ne? Hab ich geschaut, was nimmst du mit? Aha, ich dachte, nimmst du eine Banane mit? Fest, später werden wir bei der Polizei vorbei. Ja. Dann habe ich also diese eine Banane in meine 5 Einkaufswägen reingeschmissen. Ich war dann schon ein wenig selbstbewusst. Jetzt habe ich aber dummerweise noch 2 Brötchen gebraucht und bei dem Bäcker war ich im Saustall, weil ich in der Regel noch mal vorbei. Wenn ich so schon nicht aufräumen kann, wer weiß, wie da die weggeschmecken. Dann gibt es ja diese Selbstbedienungsregale in den Supermärkten. Und ich muss sagen, ab dem Zeitpunkt ist die Sache völlig auf dem Untergang. Du
Du musst dich ja an diesem Selbstbedienungsregal verbrüchen, erst einmal schon einen Handschuh drüber ziehen. Ich muss sagen, so einen Handschuh habe ich das letzte Mal beim Tierarzt gesehen. Ich weiß auch nicht, wo der Ebola-Virus wohnt, aber geboren ist er in so einem Handschuh. Dann musst du also die Klappe aufmachen und dann musst du, obwohl du ja einen Handschuh anhast, musst du die Zange noch, jetzt habe ich mir überlegt, vielleicht ist die Zange so dreckig und man glaubt deswegen einen Handschuh. Stehe ich also da, Klappe, Zange. Oh, ich habe zwei Brötchen runtergekorchelt. Ja, super, ich habe ja nur zwei Hände. Die sollen jetzt die wirklich in die Tüte reinbringen. Also die zwei wirklich wieder zurückgekorchelt, unten auf Kniehöhe. Und den freie Karotten wirklich. Ich die Klappe aufgemacht, habe es dann mit dem Knie so aufgehalten. Hab dann zwei glutenfreie Karottenbrötchen in die Tüte rein. Schweißgebadet, aber nicht ohne Stolz. Hab ich dann die zwei glutenfreien Karottenbrötchen zu der einen Chiquita-Banane in die fünf Einkaufswegen rein. Muss sagen, da ist mir wirklich schon die Brust ein wenig geschwollen und von dem Erfolg beflügelt habe ich gedacht, drehe noch eine Ehrenrunde durch den Supermarkt. Und dann geht es ja immer vorbei, da kommen meine Tiefkühlregale, dann kommt der Käse, Wurst, Fleisch, dann läufst du vor an der Kosmetikartikel vorbei, Chips etc. Zur Kasse. 97 Cent. Sag, mit Karte bitte. Na, die hat gesagt, wo kommt die wieder? Haben Sie eine Deutschland-Card? Ich sagte, nee, ich fülle aber gern was aus. Dann hat die mir so sieben Seiten hergelegt. Ich habe gesagt, ich muss mir das erst schon mal durchlesen. Ab dem Moment ist eine gewisse Unruhe entstanden in der Schlange hinter mir. Ich brauche keine Brille, aber für den Effekt habe ich dann noch so eine 2-Euro-Brille aufgesetzt, die es heute gibt. Ja. Habe die sieben Seiten durchgelesen, mit entsprechenden Anmerkungen versehen und unterschrieben zu Paragraph 4 zurückgegeben. Ich sagte, ja, mit Karte. Ich sagte, ja, natürlich. Hat schon einer von Ihnen an der vorgeschrieben, Maul machen wegen Ihnen! Ich sagte, er riecht ihn nicht auf. Mach ihn ja weg, Fotzti! Ich sagte, ey, wenn du den Stress nicht verträgst, dann geh nicht einkaufen und bau vor Weihnachten. Was haben da bei euch schon wegwinkelt? Also wollte ich zahlen, dreimal den falschen Pin eingehen. War mir wurscht, die Karte ist ausgelaufen, die neue habe ich schon in der Hand gehabt. In der Tasche gehabt, hat die Kassiererin gesagt, ja, nicht so. Ich sagte, ja, müssen Sie kurz warten. Also in meine fünf Einkaufswagen wieder rausgefahren, in einen Euro raus, bin zur Kassiererin und habe gesagt, aufrunden bitte. Ich darf jetzt natürlich nicht mehr im E-Center einkaufen. Aber man muss halt einfach sagen, man darf sie nicht so stressen lassen. Man darf sie wirklich nicht so stressen lassen, wo es mich total entspannt, das ist jetzt auch die letzte Geschichte, was mich am meisten entspannt, sind Hochzeiten. Ja, ich gehe unglaublich gern auf kirchliche Hochzeiten. Ich war letztes Jahr auf 37 kirchlichen Hochzeiten. Ich war nur auf einer eingeladen, aber ich war. Ich warte immer auf diesen einen Moment der Trauung. Ich sehe mich dann so da sitzen und ich warte halt immer, dass der Pfarrer fragt: Hat jemand etwas gegen die Eheschließung einzuwenden, so möge er sich jetzt erheben oder für immer bleiben. Ich sehe mich da sitzen. Wenn der das fragt, stehe ich auf. Mach nur. Zieh mal Hose auf, setz mich mit. Ich garantiere euch, in den 5 Sekunden, wo ich da stehe, an die 5 Sekunden denkt das Brautpaar länger wie an den ersten Kuss. Zwei habe ich gesagt, letztes Jahr auf 37 Stück, es ist nicht einmal passiert. Jetzt habe ich aber umgestellt, heuer habe ich umgestellt. Ich habe nicht nur einen Hund, ich habe auch einen tollen Neffen, der Jakob. Und mit dem Jakob habe ich jetzt meine Schwester gesagt, du pass auf, im Sommer, jeden Samstag, 10:50 hole ich den. Sind wir um 1 an der Kirche. 10:50 habe ich in Jakob, Jakob, willst du dir Eis verdienen? Sagt er bestimmt, ja. Sagt er, pass auf, ganz einfach, mach jetzt die Tür auf und du gehst vor zu dem Mann im schwarzen Anzug, neben der Frau im weißen Kleid und sagst, Papa, Papa. Wir haben das ein paar Mal gemacht schon. Ist meistens nichts passiert, aber letzten Samstag war es super, weil da ist vor Schreck der katholische Pfarrer in Ohnmacht.